Alles begann als des Professors Keller und Mephisto zeigte sich dann schneller, als Faust lieb gewesen wäre und bald folgte die Misere. Auerbachs Keller im Zentrum Leipzigs zeigt sich mit Speisen und Getränken nicht reizig. Die Geister des Kellers begrüßen das und Mephisto spendet gern das nächste Maß. Rotwein, Weißwein und Tagesgerichte mit tollem Dessert runden ab die Geschichte, auf das Auerbachs Keller ewig weiter existieren wird und mit mancher netten Kellnerin klingt vielleicht auch mal ein Flirt. Der Gast kommt gern, das soll auch so sein. Das Haus liegt nicht fern, um Teil der Geschichte zu sein. Der Spaß ruht im Kern, große Erinnerungen kehren mit heim. Wer hasst, bringt herein, lässt sich bald eines Besseren belehren. Auerbachs Keller im Zentrum Leipzigs zeigt sich mit Speisen und Getränken nicht reizig. Die Geister des Kellers begrüßen das und Mephisto spendet gern das nächste Maß. Rotwein, Weißwein und Tagesgerichte mit tollem Dessert runden ab die Geschichte, auf das Auerbachs Keller ewig weiter existieren wird und mit mancher netten Kellnerin klingt vielleicht auch mal ein Flirt. Gehobene Qualität und auch für Touristen das Beste. Überzeugend gepflegt, alle kommenden Gäste. Und auch wenn es die Konkurrenz nicht gesteht, es sind nicht nur Sätze. Der Neid steht im Weg, doch man wünscht nur das Beste. Auerbachs Keller im Zentrum Leipzigs zeigt sich mit Speisen und Getränken nicht reizig. Die Geister des Kellers begrüßen das und Mephisto spendet gern das nächste Maß. Rotwein, Weißwein und Tagesgerichte mit tollem Dessert runden ab die Geschichte, auf das Auerbachs Keller ewig weiter existieren wird und mit mancher netten Kellnerin klingt vielleicht auch mal ein Flirt.